Dorian Sandmann Rätz steht wie kein anderer dafür, dass Wissen mehr wird, wenn man es teilt. Seine Tipps und Tricks sind legendär. Und jetzt begrüßen wir dich hier zu seinem Podcast Sandmann sendet, wo er noch mehr Wissen, Lifehacks und Mehrwert aus seinen spannenden Gästen herauskitzelt. Genieße die Show, denn jetzt wird gesendet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sandmann sendet. Heute mit Stefan Müller, dem KI-Experten. Ich stelle dich kurz vor. Du bist ja tatsächlich studierter KIler. Damals nannte man es noch anders, da war es noch Machine Learning. Wie genau ist die Bezeichnung? Also du hast ja einen Masterabschluss, also ein Studium. Genau, also mein Bereich ist eigentlich Software Engineering. Also Software Engineering habe ich studiert, aber dann mit Vertiefung Machine Learning. Genau, das ist so ein Teilbereich natürlich von im Bereich Computer Science, Informatik. Ja, also sozusagen der Machine Learning waren ja so die Vorläufer von dem, was man heute AI, KI oder so nennt. Kann man das so sagen oder ist das zu undefiniert? KI ist insgesamt mal dieser gesamte Bereich, dass Maschinen oder auch Software sich einfach menschenähnlich intelligent verhält. Intelligenz ist ja schon eine sehr vage Definition. Ne? Es sind auch ethische Aspekte mit drin. Und Machine Learning ist dann ein Teilbereich von KI. Das ist diese konkrete Technologie, die eben das ermöglicht, was wir dann eben heute kennen mit ChatGPT und so weiter. Ne? Da steckt Machine Learning oder sogenanntes Deep Learning dahinter. Das sind dann die Technologie, wie die sich nennt. Und da bist du ja damals dann eingestiegen. Du hast deine Masterarbeit bei BMW geschrieben. Da gehe ich natürlich auch gleich noch drauf ein. Ich habe so viele Fragen. Und du bist jetzt aktuell aber selbstständig. Du bist nicht mehr bei BMW. Du bist jetzt selbstständig als Trainer, Berater, alles rund um KI und auch im Eventbereich, Marketingbereich und so weiter. Genau. Das ist eine ganz interessante Schnittmenge. Genau. Oh, das glaube ich wohl. Jetzt aber, wenn du natürlich sagst, du warst im Machine Learning, du hast deine Masterarbeit bei BMW geschrieben, da wird, nehme ich mal, ein gewisser Fokus auf autonomen Fahren liegen. Das stimmt, ja. Ja, ich war bei BMW lang im Bereich autonomes Fahren unterwegs. Das ist ja autonomes Fahren eine sehr, sehr große Herausforderung, wo KI natürlich eine große Rolle spielt. Ne? Sei es, dass die Autos oder die Fahrzeuge sehen können, ja, mit Kameras, mit Sensoren, da wird KI-Technologie und Machine Learning-Technologie verwendet. Dann aber natürlich auch für diese ganze strategischen Dinge. Man muss ja von A nach B kommen und dann ist da vielleicht ein Stau. Was mache ich dann? Ja, und das sind diese ganzen Themen, wo dann KI natürlich auch mit zum Einsatz kommt. Genau, dann, wenn es dann noch weitergeht in die Elektromobilität, müssen Ladezeiten, Ladesäulen, Restakkustände und alles noch berücksichtigt werden. Ich meine, was dieses autonome Fahren anbelangt, ist, glaube ich, BMW in Deutschland der höchste Player. Ne? Ich glaube, die haben den höchsten autonomen Grad, wie nennt sich das? Es gibt da unterschiedliche Levels. Ne? Wir kennen alle ja diese Fahrassistenz. Mhm. Das ist ja so, dass der Fahrer dann verantwortlich ist und aber das Auto dann in Abstand hält, die Spur hält und dann geht es natürlich Stufe für Stufe nach oben, dass dann der Fahrer auch mal ein Buch lesen oder schlafen könnte theoretisch, aber er ist noch in charge, also er ist verantwortlich, muss im Fahrzeug sitzen und irgendwann geht es dann wirklich in die Richtung, dass gar keine Menschen mehr im Fahrzeug sitzen müssen. Da sind wir aber wirklich noch, würde ich sagen, ein gutes Stück davon entfernt und BMW hat natürlich mit einem großen Forschungszentrum Zeit, ich muss überlegen, wann sie es gegründet haben, nördlich von München, vor gut 10 Jahren, natürlich sehr großen Fokus darauf gelegt, aber ich bin jetzt mittlerweile auch schon über fast 1,5 Jahre raus bei BMW, also wo die jetzt genau dann tatsächlich stehen im Vergleich auch zur Konkurrenz, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau, ne? Das geht ja immer sehr, sehr schnell, wie es sich entwickelt. Aber ich meine, der letzte Stand, den ich hatte, war, dass sie, also was jetzt das wirklich autonome Fahren, gibt es ja so Level, dies, das, dass sie da also den obersten Level sozusagen in Deutschland jetzt zugelassen haben. Und da warst du, sagen wir mal, beteiligt, dahin zu kommen. Das stimmt. Ja. Jetzt ist ja in meiner Jugend, lang ist es her, David Hasselhoff, der mit der Uhr mit seinem Auto gesprochen hat, Knight Rider. Wann ist es so weit, dass ich quasi mein eigenes Kit habe, wo ich nur noch der Uhr sage, hey, fahr mal vor, gleich geht's los?
Dass das wirklich alles komplett automatisch passiert, das grenzt schon sehr nah an diese General Artificial Intelligence, ne? Dass Fahrzeuge oder Roboter wirklich komplett so intelligent wie Menschen sind, das können wir natürlich ganz schwierig abschätzen. Also Sam Altman, einer der Big KI-Player, der CEO von OpenAI, der sagt irgendwie, hey, wir erreichen das irgendwie in 10 Jahren oder in 15 Jahren, dieses AGI, wie sich das nennt. Aber im Fahrzeug wird das halt schrittweise vorangehen. Als erstes mal auf der Autobahn, dass gewisse Strecken schon sehr autonom funktionieren. Dann wird es mehr und mehr ausgebaut, geht es mehr und mehr in urbane Gebiete, in die Stadt rein. Aber in der Stadt ist natürlich die Umgebung wieder viel, viel komplexer, ne? Viele Menschen sind Fahrradfahrer, fährst du um ein Eck, dann steht da was oder springt jemand auf die Straße. Da wird es schon noch sehr lang dauern. Also das kann man ganz, ganz schwierig abschätzen. Aber so meine Prognose ist, dass wir auf der Autobahn und immer da, wo es einfach geradeaus geht, wo auch nur Fahrzeuge im Spiel sind, da werden wir die nächsten 5 Jahre schon großen Fortschritt sehen und auch viel Komfort dazu gewinnen. Aber in der Stadt, boah, da bin ich... selber überfragt, ja, das kann wirklich noch gute 10, 15, 20, 30 Jahre dauern, ob wir es überhaupt erreichen, dann, dass das komplett automatisch passiert. Gute Frage, das ist Blick in die Glaskugel. Ja. Wobei, sagen wir mal so, diese Unterhaltung, die ja der Michael Knight mit seinem Auto führt, das geht ja jetzt schon fast. Also wenn Absolut. Ich jetzt ChatGPT in der neuesten Version in der App habe, habe ich ja im Prinzip eine Sprachsteuerung. Und ich habe das neulich tatsächlich im Auto gehabt, Handy mit Bluetooth verbunden, die App entsprechend geöffnet und dann habe ich tatsächlich mit ChatGPT da Sachen ausdiskutiert, Fragen gestellt, der hat geantwortet, ging um den Urlaub, wo man hin sollte, Sehenswürdigkeiten. Und dann hat er 5 Sachen aufgezeigt, gesagt, hey, erzähl mir mal mehr darüber. Und wir haben uns ja mit Zeit versetzt und diese Bubble hat sich sehr gedreht und also ist alles sehr noch, ne? Man merkt, dass das kommt erst alles noch. Aber am Ende des Tages hat es funktioniert. Also ich konnte in Häkchen mit meinem Auto, also über Bluetooth konnte ich sprechen. Das Ding hat geantwortet. Diese Bubble da von ChatGPT in der App, die sieht ja schon fast aus wie diese Animation bei Knight Rider damals. Also hatte ich schon so das Gefühl, ich unterhalte mich mit jemandem während der Autofahrt zum Flughafen hin. Achso. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich das Human-Machine-Interface, nennt sich das. Also da können wir sehr, sehr viel erwarten, dass einfach die Interaktion mit Maschinen, mit Fahrzeugen, mit ChatGPT, mit Robotern, egal mit was, das wird sich jetzt sehr, sehr schnell und rasant entwickeln. Es gibt jetzt auch von ChatGPT ja diese neueste Version, wo dann diese Stimmerkennung und auch Stimmausgabe sehr nativ integriert ist. Ja, also diesen typischen Chatbot wie vor 5 Jahren, wo du auf einer Website bist und dann kommt da nur Schrott raus und du siehst das Ding schon, die Bubble, die unten rechts aufploppt und du dir denkst, oh je, hau mir bloß ab. Das wird sich gewaltig schnell ändern jetzt dann, ja. Aber zum Beispiel jetzt das, wo ich da mit dieser App gesprochen habe während der Fahrt, die App bräuchte ja eigentlich nur Zugriff auf die Fahrzeugdaten aufs Navigationssystem. Das heißt, wenn das Ding dann noch weiß, wo ich bin, wo ich hin will, wenn es dann noch Zugriff aufs Internet hat, das heißt, entlang der Strecke könnte mir noch Sehenswürdigkeiten und Restaurantempfehlungen auswerfen. Ich könnte ja auch ein Benutzerprofil haben, wenn der also weiß, ich esse gerne dies oder ich esse das nicht oder bin dagegen allergisch, dass er halt sagt, hey, pass auf, in 50 Kilometern kommt ein Restaurant, das ist spezialisiert auf dies oder das. Das ist, was ich, Gluten, Laktose hast du nicht, mega handfrei oder irgendwas. Und das ist ja eigentlich könnte man es ja schon umsetzen. Na klar, ja, absolut. Da wird ja auch gut dran gearbeitet, auf jeden Fall, ja. Also diese Sprache, dass dir das Auto was sagt und dass ich dem Auto was sage und der versteht es plötzlich, was vor kurzer Zeit noch nicht so gut möglich war, das ist ja die Schnittstelle erstmal. Ja, aber dass im Hintergrund dann gute Ergebnisse berechnet werden und der dann weiß, okay, wo fährst du hin, wie fahre ich da hin, welche Route nehme ich da, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, und da, das sind natürlich die challenging, die herausfordernden Dinge dann, dass er zum Beispiel sich überlegt, wann könntest du Hunger haben? Welche Route nehme ich denn? Fahre ich über die Autobahn oder über die? Na, das sind natürlich all diese zugrunde liegenden Teile.
Themen, die da eine Rolle spielen. Dann kriegt ihr noch ein paar Messdaten dazu, dass der noch die Temperatur im Auto hat, dass er noch die Wetterdaten hat, dass er sagt, so pass auf, wir machen lieber jetzt eine Pause, weil in einer halben Stunde regnet es und so weiter. Diese ganze Müdigkeitserkennung, das gibt es ja jetzt auch schon. Also das kannst du ja ins Unermessliche vordenken. Absolut. Teilweise diese riesen Datenflut, das ist auch einfach, wir haben zu viele Daten einfach. Wir wissen gar nicht, wie wir die müssen ja alle aggregiert werden, die müssen alle irgendwo verarbeitet werden, berechnet werden. Im Fahrzeug haben wir gar nicht diese Rechenkapazität tatsächlich. Das heißt, die müssen dann irgendwo hingeschickt werden, verarbeitet werden wieder, ne? Und das dann für eigentlich Millionen Fahrzeuge gleichzeitig oder Zehntausende. Da entsteht natürlich schon ganz, ganz viel Rechenkomplexität, die man erstmal in den Griff kriegen muss. Und daran scheitert es auch so ein bisschen. Ne? Das heißt, entweder, das ist auch die Herausforderung. Das heißt, entweder müssen die großen Player, sagen wir mal jetzt einen Audi, einen Porsche, einen Tesla, wie auch immer sie alle heißen, entweder sich mit Leuten zusammenarbeiten, dass die sich in riesige Serverfarmen, was auch immer, dann einkaufen. Oder die müssen halt selber Gott weiß was aufbauen. Das heißt also, irgendwann wird, genauso wie Microsoft so ein Rechenzentrum hochzieht, dann, sagen wir mal, Audi auch so ein Ding hochziehen. Und da lebt dann die Audi-Intelligenz drin. Die haben das bestimmt schon. Also die großen Konzerne, die, ich denke, dass sie das schon haben werden alle, ja. Ja. Und so. Da ist wahrscheinlich ja sogar egal wo. Also das müssen sie ja nicht zwingend in Deutschland dann bauen. Datenschutz, dies, das, ja. Nun, die haben natürlich einen riesen Energieverbrauch, ne? Böse Zungen sagen, absolut. Ja, in jedes KI-Rechenzentrum kannst du eigentlich auch gleich ein AKW bauen. Also das deckt ungefähr den Strombedarf. Ganz, ganz aktuelles Thema, ja. Also dieser ganze Stromverbrauch, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Das sehr, sehr medial auch, glaube ich, gerade ist. Ne? Das geht auch sehr stark in die ethische Richtung. Ne? Wie machen wir das alles und wie kriegen wir das alles menschlich hin? Das sind dann sehr komplexe Fragen. Wo es interessant wird. Sehr philosophisch dann. Aber ich glaube, wir jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern ne, das war ja jetzt nur der Einstieg. Wenn man schon mal jemanden hier hat aus dem autonomen Fahren, dann kann man ja mal fragen, wann endlich der Knight Rider fertig ist. So, ich hatte dich ja gebeten, angeregt, dass wenn du hier kommst zum Podcast, dass du natürlich Tipps, Tricks, Mehrwert mitbringst. Hatte mal gesagt, hey, hast du nicht mal so 5 Tipps zu KI für unsere Zuschauer? Hast du gesagt, ja klar, habe ich. Ne? Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, feuerfrei, deine Expertise. Was ist so dein erster heißer Tipp zu KI? Absolut, ja, also wir kriegen in unserer täglichen Arbeit, in unseren täglichen Projekten, wo wir Firmen schulen, vor allem wir Marketingbereiche, Unternehmen schulen und natürlich auch KI in Prozesse integrieren, immer wieder dieselben und ähnlichen Fragen gestellt. Und ich habe hier tatsächlich hier mal so eine kleine Liste auch notiert. Da gibt es verschiedene Kategorien, verschiedene Levels, Bereiche. Ne? Und am Anfang so diese typischen Fragen, die immer wieder gestellt werden, die sind natürlich sehr oft auf ChatGPT bezogen. Und deswegen so der erste Tipp, um KI für sich einfach gut nutzen zu können, ist einmal ChatGPT kompetent erstmal sich anzuschauen und vor allem die Plus-Variante davon zu verwenden. Einfach mal $20 investieren. Genau. Und Weil wir werden alle damit leben müssen und KI ist einfach gekommen, um zu bleiben, sagen wir immer. Das bedeutet, jeder, der halt viel mit Texten zu tun hat, jeder, der viel im Büro sitzt, viel schreibt, auch viel E-Mails schreibt, organisatorische Tätigkeiten macht, der sollte einfach als erstes mal dieses Tool kennenlernen als Basis. Ja. ChatGPT ist natürlich so stellvertretend für ganz viel KI da draußen. Sehen viele erstmal ChatGPT und ist auch richtig, weil es ist einfach die Allzweckwaffe. Ja. Es ist nicht auf einen gewissen Zweck fokussiert. Du kannst damit grundsätzlich mal General Purpose alles machen für jeden Einsatzgebiet. Das heißt wirklich Tipp Nummer 1, hol dir ChatGPT Plus. Investiert $20, das ist sehr, sehr gut investiertes Geld und bilde dich da mal ein Stück weiter und fuchst dich da rein. Ne? Ja. Also das Problem ist, dass ich sehr häufig sehe, die Leute verwenden die kostenlose Version, da gibt es dann einfach nur diese da gibt es sehr starke Einschränkungen, die Ergebnisse sind dann nicht gut und dann sagen die Leute, ja, KI ist ja irgendwie alles Quatsch. Ne? Ja. Also klar sind wir da am Anfang, aber das ist mal der erste Schritt und da wird sich ganz, ganz schnell ganz viel tun. Ne? Also das ist Tipp Nummer 1, einmal an dieser Stelle.
stimme ich dir hundertprozentig zu, habe ich ja selber genauso. Ich habe die Plus-Variante, ich habe die App auf dem Handy und also natürlich kannst du die tollsten Prompts der Welt nach allen Regeln der Kunst, aber wie ich gerade gesagt habe, einfach bei einer Autofahrt mal mit der App quatschen. Einfach mal sagen, hey du, ich fahre gerade im Urlaub, wo sollte ich denn hin und ne, was ist denn besser, das oder das, erzähl mal was. Und schon bist du da drin in dem Game und kannst das, im Prinzip das, was die Kiddies, wenn sie Hausaufgaben machen, Referate, dies, das, hey, erklär mir mal Mathe, ne, ganz alleine irgendwie machen, dass man sich das halt auch als Erwachsener vielleicht mal vernünftig anguckt. Also 100% erster Tipp, sehe ich ganz genauso. Also es gibt jetzt die App, super, dass du es ansprichst. Diese ChatGPT-App, die holt dir diese KI eigentlich auf dein Handy. Es ist noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht überall verfügbar. Wahrscheinlich, wenn ihr als Zuhörer das jetzt in 2-3 Wochen anhört, dann wird es schon wieder anders aussehen. Aber mit dieser App kann man eben auch sprechen. Man kann da Text reingeben und das ist mal der erste Schritt, das alles kennenzulernen und irgendwie zu testen und zu nutzen. Ja. Perfekt. Ja, Tipp Nummer 2, oder? Ja, gerne. Ja, Tipp Nummer 2 ist einfach dann basierend auf diesen ersten Schritten die Funktionsweise von KI zu verstehen und richtig über KI zu denken. Das bedeutet, KI ist wie ein Praktikant. Mhm. Ja, also denke über KI wie einen Praktikanten. Wenn du jetzt in deiner Firma oder ich meine jeder war schon mal Praktikant und jeder hat vielleicht auch mal, der ein bisschen Berufserfahrung hat, hat auch schon mal mit einem Praktikanten zu tun gehabt oder einen Praktikanten betreut. Und wenn man mit einem Praktikanten arbeitet, dann ist ganz klar, der kommt zum Beispiel am ersten Tag in die Firma, du kannst dem jetzt nicht einfach schreiben oder einfach eine Aufgabe geben und sagen, schreib mir mal eine E-Mail an den Kunden, ja, ohne weitere Informationen. Mhm. Ja. Sondern du würdest diesem Praktikanten präzise Anweisungen geben und sagen, schau, ich habe eine Aufgabe für dich, hier habe ich eine E-Mail, hier ist unser Leitfaden, wie man E-Mail, Support-E-Mails zum Beispiel beantwortet, du beantwortest das jetzt bitte machst es nach diesem Kochrezept, 1, 2, 3 und dann gibst du mir das nochmal, ich schaue drüber und dann schickst du es raus. Ne? Das ist die richtige Denkweise, KI oder auch ChatGPT, wie einen virtuellen Praktikanten zu sehen. Ja, und da steckt dann ganz, ganz viel drin, wo auch eine Erwartungshaltung ganz oft für Verwirrung sorgt, dass erwartet wird, ich sage ChatGPT einen Satz und der bringt mir genau das Ergebnis, was ich mir vorstelle. Aber die Verantwortung muss ich selber übernehmen, ne, dass ich dem sage, was will ich denn? Ne? Da steigen wir gleich in die nächsten Tipps noch ein, so dieses Thema Prompt Engineering. Aber das ist wirklich eine super geniale Perspektive. Und ich finde, die ist auch viel näher an der Wirklichkeit dran, Praktikant, als Co-Pilot. Genau. Also, ne? Microsoft spricht ja vom Co-Piloten, du sprichst vom Praktikanten. Yes. Also wenn ich das nächste Mal im Flieger sitze, dann möchte ich, dass da nicht der Praktikant, ne, sitzt, sondern da soll natürlich der Pilot, der Co-Pilot entsprechend sitzen. Ja, aber genauso sehe ich es auch. Also wir machen ja bei uns ganz viel mit Co-Pilot und du merkst halt einfach, es ist halt der Praktikant und nicht der Pilot. So, du musst, ne, vieles kann er nicht, vieles versteht er nicht, vieles ist noch so, sind noch Kinderschuhe. Wir wissen, das wird sich rasant entwickeln, das wird in einem halben Jahr, einem Jahr alles anders aussehen. Aber im Moment merkst du einfach noch, ne, du sagst, mach mir 8 Folien zu dem und dem Thema und er macht 6 Folien. Ne, also so als Beispiel alleine schon. Also ich meine, dass er Folien macht, ist ja was Gutes. Aber wenn du sagst, mach 8 und er macht 6, ne, so, dann merkst du halt, okay, ne, es ist halt alles noch nicht so weit. Dieser Praktikant, der hat eigentlich eine Stärke oder eigentlich 2 Stärken. Er ist sehr, sehr fleißig. Das heißt, du sagst ihm, schreib was, der macht das. Ja. Der schläft auch nicht, ne? Ja. Der arbeitet immer. Und die zweite Stärke ist, der ist extrem schnell. Mhm. Und diese Vorteile musst du nutzen. Ja. Wenn du jetzt erwartest von dem Praktikanten, das ist einfach, aktuell sind wir auf dem Level, dass er dir deine Business-Strategie macht und die komplett selbst ausarbeitet, schwierig. Woher soll der das wissen? Ne? Vielleicht in 2-3 Jahren sind wir schon auf einem Junior-Mitarbeiter, ja, oder irgendwann einem Senior-Mitarbeiter. Ja? Aktuell ist es der virtuelle Praktikant einfach. Es gibt ja auch KIs, die speziell trainiert werden für Bereiche Jura, Medizin, was auch immer, die dann Schwerpunktwissen kriegen, die eine bestimmte
Verhaltensweisen dann, ne? Ach so, hast du bei auf dem Zettel oder? Ja, ich habe schon ein paar. Ja, wunderbar. Ne? Also dann haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen. Also auch das wird ja kommen, ne? Dass es spezielle oder Spezialisten gibt dann auch von KI-Seite aus. Ja. Und was du gerade gesagt hast, ja, woher soll das wissen? Ja, im Zweifelsfall muss er fragen. Ne? Aber das kommt ja jetzt dann beim Prompten, dass man sagt, dann frag doch, genau, was du wissen musst, um mir eine vernünftige Antwort zu geben. Ja, aber Praktikant finde ich 100% treffend viel besser als Co-Pilot. Da fällt mir ein Hack ein, tatsächlich. Man kann ChatGPT auch ja anweisen einfach. Du, frag mich mal, also befrag mich mal, stell mir mal Fragen. Ja. Weil der typische Praktikant, wenn ich dem sage, du, schreib mir mal eine E-Mail. Ja. Dann würde der Praktikant würde sagen, hä? Was soll ich machen? Wie soll ich die schreiben? Worum soll ich zusagen? Soll ich absagen? Soll ich höflich sein? Soll ich so? Ja, aber ChatGPT macht einfach mal, ne? So. Der macht einfach. Und oft reicht es ja schon, sich nur die Fragen stellen zu lassen. Also ich habe das zum Beispiel, ne, was ich dann soll jetzt irgendwo einen Vortrag halten zu einem bestimmten Thema. Da sagst du, hey ChatGPT, ich soll einen Vortrag zu dem und dem Thema halten. Magst du mir mal helfen, den Vortrag zu erstellen? Stell mir mal alle Fragen, die du dafür wissen musst. Und dann kommen da irgendwie 10 Fragen raus. Wenn du die beantwortet hast, hast du ja deinen Vortrag schon fertig. Du brauchst ja, ne, den finalen Vortrag gar nicht mehr schreiben lassen, weil aus den Fragen hast du ja schon so viel gelernt zum roten Faden. Ja, natürlich kannst du die Fragen auch noch beantworten und gucken, was bei rauskommt. Aber oft reicht wirklich das Fragen. Und was ich total genial finde, zum Beispiel bei Copilot, ist auch am Ende, wenn der Text fertig ist, du hast jetzt einen Bericht geschrieben, du hast eine Präsentation gemacht, einfach mal zu fragen, was fehlt noch? Und das ist manchmal super spannend bei PowerPoint. Also oft kommt dummes Zeug bei raus, aber manchmal hat Copilot halt wirklich so eine helle Sekunde, wo er dann sagt, hey, gib doch noch dieses Beispiel, schreib doch den Case dazu und führ noch eine Studie an, wo du sagst, wow, ne? Wie ist er denn jetzt darauf gekommen? Im nächsten Moment sagt er, ich verstehe die Frage nicht, aber manchmal hat er so einen hellen Moment. Ja, cool. Ja, stark. Ja, also das geht, glaube ich, schon gut in die Richtung Tipp Nummer 3, den ich mir hier notiert habe. Und das ist das sogenannte Prompt Engineering. Wir haben es bestimmt alle schon mal gehört. Und Tipp Nummer 3 ist, gib der KI also gute Anweisungen. Ne? Und die Anweisungen, die ich der KI gebe oder ChatGPT gebe, wenn wir jetzt über diese typischen Large Language Models sprechen, wo ich ja letztendlich einen Text reingebe, das ist der sogenannte Prompt. Mhm. Und dieser Prompt, der bestimmt eigentlich über alles. Der Prompt ist dafür verantwortlich, wie gut das Ergebnis ist. Und diese Verantwortung sollte man sich als KI-Nutzer bewusst werden, weil du kannst ganz genau bestimmen mit den richtigen Anweisungen, die du der KI gibst, die richtigen Ergebnisse produzieren zu lassen. Ja. Und da gibt es jetzt ganz viele unterschiedliche Techniken. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch so 2, 3 durch, die effektivsten sind aus meiner Sicht. Und das erste ist das sogenannte Role Prompting oder die Rolle. Mhm. Ja, ist auch mittlerweile relativ bekannt. ChatGPT oder dieses AI-Model, das dahinter steckt, dieses virtuelle Gehirn, das kann letztendlich mal alles. Der kann jeder sein. Der ist einfach nur per se eigentlich ein Praktikant, der alle Studiengänge der Welt eigentlich studiert hat. Das heißt, mit dem Role-Prompting musst du ihm erstmal sagen, wer soll er denn sein? Soll er jetzt ein guter Marketer sein? Oder soll er ein Philosoph sein? Ja, wenn du jetzt einen guten Post willst oder einen guten Text für Social Media, dann sollte vielleicht ChatGPT nicht die Rolle eines Philosophen annehmen, ne? Sondern man sollte ihm dann sagen, ich hätte gerne, dass du jemand bist, der gut Social Media Posts schreiben kann. Mhm. Ne? Du kannst ihm auch sagen, ich hätte gerne jemand, dass du, ich möchte, dass du jemand bist, der schlecht Social Media Posts schreiben kann. Er kann alles sein, ne? Und dadurch schränkst du diese 100% Bandbreite, die ChatGPT hat, wirklich schon mal auf 10% ein. Mhm. Ja, dass du wirklich diese 10% kriegst, die du gerne hättest. Ja, also ganz klassisch, verhalte dich wie ein Chefarzt, verhalte dich wie ein Wissenschaftsjournalist, verhalte dich wie ein Schüler der 8. Klasse, verhalte dich, wie ein Lehrer am Gymnasium. Und ja, genauso kann man es dann schreiben. Man muss es natürlich auch ein bisschen in Frage stellen, ne, weil der halluziniert dann auch manchmal. Das haben wir bestimmt auch schon. Ja. Der eine oder andere hat das auch schon mal erlebt.
ChatGPT halluziniert auch gerne, wird stark dran gearbeitet, auch in der Wissenschaft. Aber ja, Role Prompting ist mal ein ganz großer Punkt. Das heißt, man schreibt ganz pragmatisch rein am Anfang seiner Eingabe, du bist mein Assistent und unterstützt mich dabei, oder du bist ein Marketer und unterstützt mich dabei, einen Social Media Post zu schreiben. Punkt. Dieser Satz ist schon mal wichtig. Ne? Ja. Genau. Oder was man eben gerne hätte, da darf man auch kreativ sein, wie wenn man eben mit dem Praktikanten spricht und dem sagt, du, schau, ich hätte gern, dass du der und der bist und das machst, die Rolle einnimmst. Oder schreibe im Stil von dem Schriftsteller, von dem Buch oder so. Ja. So ist denn ist das, ne? Er es kennt, dann adaptiert wenn's, er das wirklich gut. Wenn es eine bekannte Person ist, funktioniert auch das. Stimmt. Mhm. Sei Steve Jobs oder schreibe wie Steve Jobs. Das würde funktionieren. Mhm. Der zweite Punkt, die zweite Prompting-Technik, das ist auch wirklich sehr, sehr vergleichbar zum Praktikanten. Wir müssen ganz präzise die Aufgabe spezifizieren und was wir gerne als Ergebnis hätten. Ne? Das heißt, Aufgabe, Ergebnis. Was ist die Aufgabe des Praktikanten? Also man kann sich, wir können jetzt viel über Beispiele sprechen, aber letztendlich die Frage, mit der man sich alles immer selbst herleiten kann, ist, wie würde ich es meinem Praktikanten erklären, der am ersten Tag in der Firma ist? Mhm. Der hat keine Ahnung, wo wir sind. Der hat keine Ahnung, was unsere Firma macht. Der hat keine Ahnung, was er machen soll. Er ist einfach nur fleißig, er weiß viel und er ist schnell. Ja. Das heißt, ich muss ihm sagen, was ich von ihm erwarte und ich muss ihm sagen, was seine Aufgabe ist. Und da können wir jetzt irgendwie wie hernehmen, was nehmen wir für ein Beispiel-Case, eine Beispielaufgabe. Was gibt es bei dir so viele, viele Themen aus deinem Arbeitsalltag? Ich brauche Tipps und Tricks für Office, weil ich damit jetzt wieder neue Videos erstellen möchte. Als Beispiel, wobei da kommt immer nichts, was wir nicht schon hatten. Aber ich habe, um da nochmal drauf einzugehen, ich habe jetzt mitbekommen, man kann ja ChatGPT auch moralisch erpressen, dass man also auch sagen kann, oh, es ist total wichtig, ich muss diesen Aufsatz unbedingt hinbekommen, weil ich sonst eine 6 bekomme oder ich werde nicht versetzt, wenn ich das Referat vermassel. Bitte mach es besonders gut. Und wenn in diesem Prompt also wirklich das glaubhaft vermittelt ist, dass mir das hier total wichtig ist, dass dieses Referat gut wird, dann gibt sich ChatGPT ja auch tatsächlich messbar mehr Mühe. Genau, ja, ist tatsächlich so. Sogar wissenschaftlich untersucht. Ja. Also man kann ChatGPT auch Trinkgeld geben. Hast du das schon mal versucht? Nee, das habe ich noch nicht versucht. Genau, also gib ihm doch mal $500 Trinkgeld. Ja, also wenn du am Schluss hinschreibst, diese Aufgabe ist sehr wichtig für mich, deswegen erhältst du ein Trinkgeld von $500, dann produziert das scheinbar messbar bessere Ergebnisse. Also da gibt es Untersuchungen dazu, die das beweisen. Aber Kreditkarte wird nicht belastet. Keine Ahnung, vielleicht kommt irgendwann eine Rechnung. Wer weiß, von OpenAI. Man könnte auch mal versuchen, du gibst mir $500, wenn dein Ergebnis schlecht ist. Vielleicht kriegt man dann auch Geld. Okay. Aber das funktioniert tatsächlich. Ja? Also diese moralischen Aspekte. ChatGPT wurde ja mit menschlichen Daten trainiert. Mhm. Und irgendwie ist ja in unserem menschlichen Wesen, also wenn wir Texte schreiben, da steckt das ja irgendwie mit drin. Das bedeutet, wenn jetzt jemand sagt, hey, es ist wirklich wichtig für mich, könntest du mich unterstützen? Dann entsteht ja so ein Gefühl, das man hat. Und das steckt irgendwie auch in den Menschen, in den Texten drin, die wir Menschen natürlich produziert haben. Ja. Und deswegen hat es die KI auch übernommen, weil sie natürlich mit menschlichen Texten trainiert wurde. Wie machst du das bei Prompts? Bist du höflich? Also nutzt du bitte, danke und so, wie du halt auch mit einem Praktikanten sprechen würdest? Oder schnell, pragmatisch, kurz? Schnell, pragmatisch, kurz und sehr bestimmt. Ja. Also man muss es nicht vergleichen mit, wenn man tatsächlich mit einem Mensch sprechen würde. Also es ist wichtig, sehr präzisen Input zu geben und genau zu sagen, was erledigt werden soll. Mhm. Ja. Andererseits, ich persönlich finde es auch wichtig, dann freundlich zu sein, weil diese Daten, die wir in ChatGPT reinschreiben, die werden teilweise auch verwendet, um dann auch wieder andere KI-Modelle zu trainieren. Ne? Man kann das ja deaktivieren oder aktivieren, ob die Daten dann für weiteres Training verwendet werden sollen. Aber die Daten, das, was wir da machen, das bestimmt auch so ein bisschen die Zukunft der wieder mit. Deswegen, ja. Man muss da nicht übertrieben höflich sein. Ne? Aber einfach grundsätzlich positiv zu formulieren und auch freundlich zu formulieren, das finde ich schon einfach wichtig, ne? Aus einem Bauchgefühl raus.
Aber man muss sich nicht bedanken. Ne? Man muss nicht sagen, bitte, bitte tu das oder so. Ne? Es war mir nur aufgefallen, oder es war nicht mir aufgefallen, sondern als das so rauskam und so rumgetüftelt hat, so in der ersten Version, habe ich halt geschrieben, hey, bitte schreib mir eine Geschichte zu dem. Oder hey, die Geschichte ist schon super, aber mach noch mal so oder so. Und dann ne, mit den Kindern, sondern sagt die Kinder, sag mal, warum schreibst du mal bitte, danke und das brauchst du doch gar nicht. Da habe ich, das war mir nicht aufgefallen. Also ich habe das halt einfach so gemacht und dann habe ich gedacht, okay, ja, die haben mir recht, kannst du es ja weglassen. Dann habe ich noch 3 Prompts geschrieben und beim dritten hatte ich wieder bitte und danke drin, weil das einfach so drin steckt irgendwie, wenn du so einen Text irgendwie schreibst. Also ich habe noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht, dass er geantwortet hat, er gesagt, hey du quatsch doch nicht um heißen Brei rum, ne? Fass nicht kurz, sondern ganz im Gegenteil. Der antwortet ja auch immer sehr höflich. Ja, das stimmt. Es gibt natürlich eine gewisse Unschärfe rein, wenn man das zu viel macht. Ja, klar. Also ich würde jetzt zum Beispiel schreiben, du bist Science-Fiction-Autor, du unterstützt mich dabei, ein Buch zu schreiben, schreibe über das Thema XY. Hier sind die Inhaltspunkte, dann 1, 2, 3, das sind die Kapitel. Und dann gibst du aber auch ganz klare Anweisungen rein. Du hältst dich strikt an diese, an die Informationen. Erfinde keine eigenen Informationen. Du beachtest Folgendes. Du sprichst den Leser immer per Du an. Du schreibst immer in dieser Form. Du sprichst immer. Also da macht es dann keinen Sinn zu sagen, bitte schreibe oder so einfach straight die Anweisungen. Ja, einfach, genau. Also dieses direkt straighte, das ist eigentlich wo wir im Prompt Engineering gute, sehr gute Erfahrungen damit haben und eigentlich auch so verwenden und so machen, ja. Okay, das heißt, wir hatten jetzt als erstes gehabt die Rolle, also verhalte dich als. Ja, sind wir ein bisschen abgeschweift. Sind wir immer noch oder haben wir schon zweitens gehabt? Zweitens war die Aufgabe dann. Die Aufgabe, um die es geht. Genau, das heißt, da wirklich genau zu sagen, deine Aufgabe ist, Folgendes zu erledigen. Genau. Du schreibst eine E-Mail an meinen Kunden. Das Ergebnis soll Folgendes sein, ne, das ganz klar zu spezifizieren. Ich denke, das ist wirklich mit der Praktikantenanalogie wieder. Ja, und dann natürlich gibt es viele Hacks, haben wir jetzt einige durch. Und dann hätte ich noch ein drittes Wichtiges, was sehr, sehr wichtig ist. Eigentlich 4 hätte ich so, wo ich sage, die sind sehr, sehr wichtig. Das dritte wäre Kontext. Das bedeutet, der Praktikant, der ist am ersten Tag in der Firma. Das heißt, der steht da mitten im Raum und weiß gar nicht, wo er herkommt. Der ist da einfach quasi gerade aufgewacht. Wir müssen ihm mal sagen, wo er ist, was er macht überhaupt und für welche Firma er arbeitet. Was sind die Regeln hier? Wie schreibe ich eine E-Mail grundsätzlich? Der kann ja freundliche E-Mails schreiben, der kann aber auch nicht so freundliche E-Mails schreiben, je nach Anweisung. Das bedeutet, ich muss ihm genau sagen, was ist der Kontext, wo er hier sich gerade befindet. Also wenn ich an den Praktikanten denke, in welchem Büro sitzt er gerade, bei welcher Firma, was macht die Firma, dass einfach, was alles für die Aufgabe so ein bisschen sachdienlich ist, mit reinfließt. Branche, Abteilung, Position, genau. Einmal durchdefinieren. Genau. Du bist in der Supportabteilung, du erhältst Kundenanfragen, die sich mit Produkt XY beschäftigen und jetzt eine Frage stellen zu diesem Produkt. Die Kunden kommen aus Land XY, na, je nachdem, wenn es eine internationale Firma ist, lauter solche Sachen, also den Kontext, um das mal ganz allgemein einfach zu beschreiben. Oh. Sollen wir direkt zu Tipp 4 geben, dass wir ein bisschen... Teil 4. Genau, genau. Prompting Teil 4, das sind Beispiele. Das heißt, ich gebe ihm, wenn der eine E-Mail schreiben soll an einen Kunden, gebe ich ihm mal eine Beispiel-E-Mail mit rein. Also ganz simpel gesagt. Wie in dieser E-Mail. Richtig. Oder hier ist ein Profil von jemandem, das ich total gut finde. Schreib's mal mit meinen Daten. Ja. Genau. Beispiel. Also wenn man wenig Zeit hat und zum Beispiel einen Social-Media-Post schreiben möchte, dann kann man sich einfach 3 Posts, 3 ist so eine magische Zahl, also ein Beispiel, 2 Beispiele, 3 Beispiele, dann ist so eine gute Sättigung erreicht. Wenn man einfach 3 Beispiele nehmen und sagen, schau, hier sind 3 Beispiele. Übernehme den Stil und das Format, aber nicht die Inhalte. Die Inhalte haben nichts mit dem zu tun, was wir hier machen,
sondern orientiere dich einfach mal an diesen Post. Und jetzt schreib mir was Gleiches zu Thema XY. Ne? Mhm. Und allein das in diesen Beispielen, das ist wie, wenn man sagt, ein Bild zeigt mehr als 1000 Worte. Ja. Das heißt, auch ein Beispiel zeigt mehr als 1000 Beschreibungsworte. Mhm. Also du kannst, um den Text zu, also eine Stilistik von dem Text wirklich zu umschreiben, würdest du sehr viel Text brauchen, wahrscheinlich, wie wenn du einfach ein Beispiel reinmachst. Der Text zu beschreiben wäre länger als das Beispiel selber. Ja. Genau. Da sind ja die Erwartungen an Copilot Microsoft unglaublich hoch, ne? Weil der ist ja, wenn der in meiner 365-Welt drin ist, in meinem Konto, dann hat er ja Zugriff auf alle meine gesendeten E-Mails, die irgendwo im Exchange liegen. Der hat ja Zugriff auf alle Dokumente, Berichte, Word-Sachen, die ich jemals geschrieben habe. Das ist ja auch in der 365-Welt alles mit der Person verbunden, die E-Mail, die Datei und so weiter. Das heißt, eigentlich müsste der ja unheimlich schlau sein. Das heißt, wenn der meine E-Mails der letzten Jahre alle gelesen hat, dann müsste der ja unheimlich tief im Thema sein. Der müsste mich ja auf Perfektion nachahmen können. Das kann der im Moment alles noch nicht. Aber das ist ja ein Ding, im Prinzip warten wir ja da drauf, ne, dass er das sich quasi alles einmal durchstudiert, alles durchliest und dann ja genau weiß, wie reagiere ich wo drauf, wie würde ich antworten, wie formuliere ich das. Mhm. Und spätestens dann müssten ja nicht nur Formulierungen in meiner Art, sondern ja auch Antworten aus meiner Sichtweise, meinem Standpunkt. Das heißt, wenn ich 500 E-Mails schon geschrieben habe in den letzten 10 Jahren, wo ich irgendwie auf eine bestimmte Frage sage, nee, das machen wir nicht, weil so und so. Und jetzt kommt die 500 und alte Mail. So, da muss doch der Co-Pilot wissen, hey, auf diese Frage hat er schon 500 Mal genau so geantwortet. Mhm. Ja, das ist ein Punkt, der funktioniert leider so aktuell noch überhaupt nicht gut. Gar nicht. Das kann sich ändern, ist aber ein tricky Thema. Das liegt einfach daran, wie KI-Modelle trainiert werden. KI-Training, das muss man sich vor Augen halten. Also wir erwarten, unsere Erwartung ist, dass KI von selber mitlernt. Das ist komplett falsch. Das ist leider komplett falsch. Und eine KI, wir können uns das vorstellen, diese KI ist wie ein künstliches Gehirn. Mhm. Und in dem Moment, wo wir dieses Gehirn verwenden, ist es eingefroren. Das heißt, das kann zwar antworten, aber das lernt nicht dazu. Das heißt, auch ChatGPT, in dem Moment, wo wir es verwenden, dieses KI-Modell, das da drin steckt, das ist eingefroren. Weil dieses Modell zu trainieren ist extrem aufwendig, extrem teuer. Na, das bedeutet, also ChatGPT zu trainieren, also von einer Version auf die nächste Version. Was schätzt du, was kostet sowas? Einfach nur von der Hausnummer sind es ein paar tausend Euro, sind das irgendwie... Milliarden wahrscheinlich. Genau, also das liegt im Multimillionenbereich, also wirklich im zweistelligen Millionenbereich, einfach nur mal so ein Gehirn von null auf mit Daten zu füttern, dass der das lernt. Ja. Und dann kann es sein, trainieren wir das Gehirn und merken, das ist doof. Das gefällt uns nicht, wie das macht. Da müssen wir von vorne anfangen. Ja. Also diese Daten da einzuspeisen und auch stell dir vor, du hättest jetzt wirklich einen ganz großen Schatz an E-Mails, die alle da wirklich so richtig rein zu trainieren, das ist aktuell einfach noch gar nicht so richtig möglich. Weil dazu müssten wir richtig KI trainieren und das geht nur im Labor. Das kann nur, es gibt wenige Firmen weltweit, also eine Handvoll, die das können und machen. Das ist jetzt OpenAI zum Beispiel, das ist irgendwie Meta, also Facebook, Apple, Amazon, so die wirklich die Big Player, die machen das. Und wenn wir jetzt bei uns eine KI einsetzen, dann ist das einfach eine fertige KI. Genau. Und dann gibt es aber gewisse Ansätze, wie wir da trotzdem Daten zur Verfügung stellen können, aber das ist halt sehr limitiert. Ne? Das heißt, wir müssen eigentlich diese E-Mails ganz bewusst mal, wir müssen dann 10 Beispiel-E-Mails raussuchen und sagen, schau, das sind gute E-Mails. Mhm. Weil der weiß ja wieder nicht, was sind gute, was sind schlechte E-Mails. Und dann diese E-Mails immer dann in den Prompt mit reingeben. Ne? Ob das jetzt im Hintergrund irgendwo passiert in einem Tool, dass das automatisch so diese Beispiel-E-Mails mit reinfließen. Oder ob das dann explizit ist, das ist dann die Frage, wie es gemacht ist. Aber so, dass die KI richtig lernt, da sind wir leider gerade noch ein gutes Stück von entfernt. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt.
Weil die meisten meinen ja so eine KI, die lernt und trainiert und wird irgendwie schlauer. Aber so ist es ja nicht. Die hat ja irgendwann einen, genau wie du sagst, die hat dann einen Punkt und dann kannst du da Sachen reinkippen, dann kommen Sachen raus, aber sie lernt halt nicht mehr. Das heißt, wenn du eine schlauere KI haben willst, musst du eine neue KI trainieren. So, nur so meine ich das ja jetzt auch mitbekommen zu haben. So langsam gehen aber die Informationen aus, um KIs zu trainieren. Also irgendwann ist ja jede Webseite, jedes Buch, jede Information eingespeist. Und irgendwann stoßen ja dann die KIs zwangsläufig auch wieder auf KI-generierte Inhalte. Das heißt also, irgendwann werden dann KIs von KIs trainiert. Und die neuen guten werden quasi dann von den generierten Texten der alten trainiert. Das heißt, irgendwann setzt dann so eine Verschlechterung ein, also quasi so ein Inzest in KI sozusagen. Ja, das implodiert. Ja. Das stimmt. Und das ist ein reales Problem. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, ich glaube, dass es dafür Lösungen geben wird. Aber tatsächlich ist es so, also da entstehen dann einfach Verzerrungen. Wir wollen ja, dass das KI-Verhalten an das menschliche Verhalten hin konvergiert, sagen wir. Also das soll sich ja dem menschlichen Verhalten annähern. Und es soll ja kein Paralleluniversum entstehen, wo KI irgendwie so ein eigenes, dadurch, dass Datensätze, also aus KI-synthetischen, also oder teilsynthetischen Daten erstellt werden, na, das wollen wir ja nicht. Da sind wir alle gespannt, was dann passiert. Aber ich glaube, dafür wird es Lösungen geben. Also denke ich mir, ja. Nur das, ne, aber es ist ja so, die Informationen auf dieser Welt sind limitiert. Also irgendwann sind die Zettel. Google war ja ganz clever, mal alle Bücher durchzudigitalisieren. Die haben sich ja schon mal das Wissen der Welt schon mal gesichert, in langer, weiser Vorausschau. Aber irgendwann ist das letzte Buch, die letzte Webseite einfach digitalisiert. Ne? Dann, ja. Also, gute Frage. Es gibt ja so grundfähig, wenn man KI trainiert, also das wissen wir Entwickler natürlich, gibt es verschiedene Phasen. Erstmal lernt die KI einfach nur, wie Text funktioniert und wie Text, also so diese Semantik. Dazu reichen die Daten, ne? Weil jetzt, ob du der KI irgendwie das Internet ein halbes Mal, also das ganze Internet, wenn wir sagen, das sind Datenmenge X, ob du die Hälfte davon irgendwie in die KI einspeist oder das Dreifache, das wird dann keinen Unterschied mehr machen, weil wir haben von jeder Sprache genug Texte. Ne? Und in dieser ersten Phase lernt er erstmal einfach nur sprechen. Und dann gibt es natürlich auch Phasen, wo es dann darum geht, Information an sich da reinzuspeisen. Also möchtest du jetzt, dass das AI-Model einfach Informationen hat über gewisse Sachverhalte oder gewisse Kompetenzen, gewisse Informationen oder jetzt, dass der zum Beispiel gut sich mit Office auskennt, ne? Oder gewisse Dinge gut macht. Also das eher auf der Ebene wird es dann komische Verhaltensweisen geben. Ne? Dass, zum Beispiel, dass wenn du ihm sagst, schreib mir eine E-Mail, die gut ist, dass er dir auch wirklich eine gute E-Mail schreibt. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich in der nächsten Ebene gibt es Frage-Antwort-Verhalten, dass er wirklich gute Antworten gibt, dass er lernt, Fragen richtig zu beantworten, dass er lernt, wie Menschen zu antworten, dass er dieses Wissen, was er reinkodiert hat, auch in einer hilfreichen Form nach außen geben kann. Ja, aber irgendwo dazwischen drin, da gibt es dann wahrscheinlich komische Verhaltensweisen, wenn dieser Kreislauf entsteht an Daten. Ja. Ja gut, und dann kommt ja auch irgendwann vielleicht noch kulturelle Prägungen dazu. Also im Moment fällt ja ganz viel aus amerikanischen Computern und Rechenzentren raus. So, aber das ist ja zum Beispiel die asiatische Welt ganz anders. Also ich nehme mal an, eine chinesische KI hätte ja auch wahrscheinlich andere Ansätze, Ideen, Formulierungen und so weiter. Also da wird ja wahrscheinlich auch noch einiges auf uns zukommen. Ja, das kann man dem sagen. Also das ist auch wieder die Rolle. Du kannst dem sagen, verhalte dich kulturell wie Kultur XY. Hatten wir tatsächlich jetzt auch in einem Consulting-Projekt. Da ging es ja auch darum, dass zum Beispiel eine Firma mit verschiedenen Kulturen interagiert und mithilfe von KI dann zum Beispiel auch
besser darin werden möchte, ja, mit anderen Kulturen zu interagieren, indem E-Mails auf Englisch dann einfach kulturell noch geschärft werden. Mhm. Ein super geiler Case. Das kann KI tatsächlich schon. Aber die große Gefahr ist, dass diese Voreingenommenheit, wir wissen nicht, ob jetzt zum Beispiel eine Kultur, wahrscheinlich eher amerikanische Kultur, wird wahrscheinlich übergewichtet sein in der KI, also im AI-Model. Definitiv, ja, da muss man vorsichtig sein. Und das, also ich glaube, das wird auch nochmal speziell. Und vor allen Dingen, wenn jetzt auch die KI befragt wird zu bestimmten Themen von Schülern, von Kindern, zu politischen, zu geschichtlichen Sachen, könnte ich mir vorstellen, dass da gewisse Länder, Kulturen, Regierungen gerne bestimmte Antworten platzieren möchten. Ja. So. Ja, wahrscheinlich. Das KI ist mächtig. KI ist extrem mächtig und was da passiert und wie das irgendwie manipuliert werden kann, man kann das natürlich nicht sehen. Diese Daten, die in diesem virtuellen Gehirn drin sind, man kann die nicht wie in der Datenbank 1:1 abrufen. Und das ist schon auch gefährlich. Also da kommen auch Risiken auf uns zu. Wobei, ich glaube, ins Thema Risiken gehen wir eher, glaube ich, jetzt machen wir so ein bisschen den Bogen drum. Ja, okay, da wird es dann irgendwann. Da wird es dann auch philosophisch. Aber es sind Risiken damit verbunden. Absolut, ganz klar. Also da wird es auch spannend werden in Zukunft. Gibt ja immer wieder Schlagzeilen. Ja. War doch gerade erst hier die neue Google-KI, Gemini oder wie sie heißt, die auf irgendwelche alten Reddit-Dinger reingefallen ist, wo einer gefragt hat, hey, wie kann ich denn machen, dass der Käse auf der Pizza hält? Und dann antwortet das Ding, hey, mach doch Kleber dran. So, jetzt denken wir beide, okay, das ist Ironie, das ist lustig. So, aber wenn das jetzt irgendwie ein Achtjähriger mit der App sich anhört, ja, der geht dann Schrank und nimmt Kleber. Stimmt. So, also das ist ja wirklich gefährlich. Ne? So. Genau. Aber wie du schon sagst, da machen wir einen. Lieber den nächsten Tipp, dann sind wir auf der sicheren Seite. Genau, ja. Nächster Tipp. Was habe ich noch Gutes? Ich glaube, ein Tipp, also wir jetzt die vorigen Tipps, das war so alles in der in die Kategorie, okay, das macht dich mal Faktor 2 produktiver, das macht dich mal Faktor 3 oder 4 produktiver, wenn du gut promptest, gute Ergebnisse bekommst dann plötzlich. Jetzt gehen wir in die Richtung, wo es Richtung systematischen KI-Einsatz geht. Das ist ja alles schön und gut. Ich kann die mit ChatGPT irgendwie hin und her machen und dann ist es irgendwie spannend und witzig. Aber wie nutze ich es denn wirklich? Ja. Das ist die ganz, ganz große Frage, wofür nutze ich es? Und der erste Schritt, den man machen kann, das sind die sogenannten GPTs. Das ist jetzt auch wieder nah an ChatGPT dran. Da gibt es dann die Möglichkeit, wenn man diese Plus-Variante hat, dass man sich eigene GPTs baut. Okay. Das bedeutet, ganz konkret jetzt Tipp Nummer vier sind wir, oder? Drei, vier. Genau, der Tipp ist, bau dir für diese Punkte oder für diese Use Cases, die immer und immer wieder passieren, zum Beispiel du schreibst täglich eine Reporting-E-Mail, bau dir dafür einen eigenen Chatbot, das bedeutet ein eigenes GPT. Okay. Und über diese GPTs können wir uns jetzt ein bisschen unterhalten, weil es sehr, sehr einfach nutzbar ist. Und um wieder bei dem Framing zu starten, der virtuelle Praktikant. Stell dir vor, der Praktikant arbeitet jetzt einen Monat bei dir in der Abteilung und du hast ihm gewisse Methodiken erklärt. Das heißt, du hast ihm den Kontext gegeben, wo er arbeitet. Du hast ihm genau spezifiziert, was seine Aufgabe ist. Er muss täglich eine Reporting-E-Mail schreiben, die alle Informationen enthält, die halt am Tag so passiert sind. Und du hast ihm das Kochrezept gegeben, wie diese Reporting-E-Mail zu schreiben ist. Und er macht es jetzt einfach stumpf jeden Tag. Immer dieselbe Aufgabe, jeden Tag. Na, dann hast du eigentlich einen geonboardeten Mitarbeiter. Das ist jetzt trotzdem noch nicht die hellste Birne, sage ich mal. Aber der kann halt ganz, ganz gut und fleißig und schnell vor allem Kochrezepte befolgen. Und dann, das ist eben dieses Äquivalent, das sogenannte GPT, dieser eigene Chat. Mhm. Und das funktioniert so. Man kann dann in ChatGPT sich so eine eigene Instanz machen. Mhm. Und dann kannst du da Informationen hinterlegen und die behält dieser Chat dann im Hinterkopf. Das heißt, du hast ein eigenes ChatGPT, das aber weiß schon, was seine Aufgabe ist, wie es diese Aufgabe zu erledigen hat, in welcher Firma es sich befindet. Das heißt, da kann man einen sogenannten Grundprompt oder sogenannte Instructions, kann man da hinterlegen. Und das hat dieser Chatbot dann einfach da drin reinkodiert. Wow. Das heißt, du schreibst dann einen ganz normalen Prompt.
Du bist Mitarbeiter bei mir im Bereich Statistik. Ja. Deine Aufgabe ist es, einen Report zu schreiben. Dieser Report fasst alle Zahlen aus Bereich XY zusammen. Und ein Report sieht so und so aus. Er ist immer gleich strukturiert. Begrüße den Geschäftsführer. Hallo, lieber Geschäftsführer, hier sind deine Zahlen. Dann Liste Nummer 1 auf, die Zahlen vom Tag. Dann Nummer 2 auf, die Interpretation. Nummer 3, schreibe eine Zusammenfassung, ein Summary. Dass, wenn der Geschäftsführer wenig Zeit hat, dass er nur das Summary liest. So, habe ich das Kochrezept, wie das zu machen ist. Dann gibt man den Kontext rein noch. Hier und da kommen die Zahlen her. Das ist das Projekt. Und jetzt erhältst du gleich vom Nutzer im Chat die Informationen und dann führst du genau dieses Kochrezept aus. Ne? Oh. Und dann hast du dein eigenes ChatGPT, das aber dich kennt schon wie ein geonboardeter Mitarbeiter. Ne? Der Praktikant ist jetzt zum Mitarbeiter aufgestiegen, hat schon gewisse Informationen und dann hast du diesen eigenen Chat. Da schreibst du rein, hier sind die Zahlen, machst einfach die Liste rein und dann, ohne dass du diesen ganzen, alles das, was wir jetzt die letzten Tipps besprochen haben, das ist ja alles schon in diesem Grundprompt hinterlegt, im Hintergrund, schreibst einfach nur die Zahlen rein, sagst, schreib mir den Report und dann kriegst du das Ergebnis. Ja? Quasi wie ein Serienbrief, 8.0 sozusagen. Richtig. Aber das heißt, das könnten wir ja zum Beispiel auch für unsere Seminarbestätigung machen. Das heißt, du wirfst Thema, Datum, Ort rein und unten kommt die fertige Mail raus. Hiermit bestätigen wir Ihnen das Seminar dann und dann, da und da. Genau. Wow. Das, ein weiteres gutes Beispiel dafür ist einfach Übersetzung. Ja? Das heißt, du gibst deine E-Mail auf Deutsch rein. Also wirklich fachkompetent, gute E-Mails auf Englisch zu schreiben, dass es wie ein Native Speaker klingt, ist natürlich schon schwierig. Das heißt, du schreibst die E-Mail einfach auf Deutsch und das GPT hat gewisse Instructions hinterlegt, übersetze das auf Englisch, hier ist das Style Guidance der Firma, das sind die, unten muss immer das und das auf Englisch noch dran stehen, ja, und dann schreibst du die E-Mail auf Deutsch und das GPT übersetzt es dir auf Englisch. Das ist einer der einfachsten Use Cases, die es gibt. Ja. Und was sind die Vorteile davon? Wir gehen jetzt in die Systematisierung. KI hat nur dann echten Mehrwert, wenn es wirklich systematischer Mehrwert ist. Ansonsten ist es immer Spielerei. Aber Spielerei wollen wir nicht. Wir wollen KI systematisch nutzen, um dann wirklich zu sagen, wir wollen Faktor 5, Faktor 10 produktiver werden. Ich kann jetzt ein GPT bauen als Abteilungsleiter und dann setze ich mich mit einem KI-Experten hin oder mit jemandem aus dem Team. Also in jedem Team gibt es, glaube ich, so eine Rolle irgendwann. Hey, das ist der KI-Spezialist. Ja. Setzen wir uns hin, wir entwickeln das Ding einen Tag oder einen Nachmittag. Sagen wir, bauen uns jetzt ein GPT, um einfach E-Mails zu übersetzen, dass die nach Firmen-Guidance auf Englisch sind. Entwickeln das Ding. So. Und jetzt kriegt dieses GPT jeder in der Firma zur Verfügung gestellt. Jetzt ist der Faktor, also die Produktivität nicht mehr Faktor 1 bei einer Person oder also mal 1 bei einer Person, sondern mal 1000. Dass plötzlich jeder das nutzen kann. Und das heißt, ich habe jetzt KI genutzt, um systematisch Mehrwert in meine Firma reinzubringen. Und stell dir vor, es gab irgendwie vorher ein Team an Lektoren, die irgendwie alle outgoing E-Mails, wenn das wichtig ist, irgendwie gecheckt haben. Ja, da kann ich mir jetzt Ressourcen einsparen. Also KI wird auch den Arbeitsmarkt verändern. Es wird auch Arbeitsplätze wegrationalisieren. Aber es wird auf der anderen Seite auch Leute produktiver machen. Es wird Leute glücklicher machen, weil sie plötzlich produktiver arbeiten können. Ja? Mhm. Also das wird der Bereich systematischer Mehrwert mit. Und da sind diese GPTs ein super geiler Mehrwert. Also einfach ChatGPT öffnen, Plus-Version. Da gibt es irgendwo entdecke GPTs oder GPTs anzeigen. Und dann kann man die Dinger ganz einfach bauen. YouTube-Tutorial, checkt jeder. Ohne technisches Vorwissen. Wie ist das in Sachen, jetzt die Deutschen wieder, ne? Datenschutz wird hier bestimmt irgendwann mal gefragt. Wenn ich da jetzt also massenweise E-Mails der ganzen Firma reinkippe, wird hier bestimmt irgendwo ein Datenschutzbeauftragter mal eine Augenbraue heben. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Thema Datenschutz ist super wichtig bei KI. Es ist jetzt, KI hat da natürlich so ein bisschen eine Sonderrolle, aber es ist letztendlich wie jedes IT-Tool auch. ChatGPT ist aktuell, gehen die Daten nach USA. Ich darf da keine personenbezogenen Daten reinschreiben, aus rechtlicher Sicht. Ne? Mhm.
was da jeder macht. Okay, anderes Thema. Keine Rechtsberatung. Genau, genau, aber ChatGPT, die Daten gehen nach USA. Punkt. Also es ist OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, hat jetzt auch eine Gesellschaft mittlerweile in Irland gegründet. Also da tut sich was. Es gibt mittlerweile auch von Microsoft tatsächlich, OpenAI und Microsoft kooperieren ja sehr stark, gibt es mittlerweile die Möglichkeit, diese AI-Models auch in Europa zu betreiben. Allerdings ist es dann nicht ChatGPT, sondern dann nur über Schnittstellen verfügbar. Es gibt auch mittlerweile datenschutzkonforme Wege, sowas zu implementieren. Ne? Okay. Aber letztendlich sollte man damit mal starten. Wie gesagt, keine Rechtsberatung, aber man sollte einfach mal mit einem Use Case starten, wo einfach keine personenbezogenen Daten im Spiel sind. Ne? Mal Produkt-E-Mails verschicken oder so. Ne? Ja. Hammer-Tipp, finde ich total gut. Hast du noch mehr davon? Noch ein Use Case, ein Beispiel oder noch ein Tipp? In Bezug auf Datenschutz oder in Bezug auf die GPTs? Das fand ich jetzt gerade super spannend mit dem erstelle automatisierten Geschäftsbericht oder übersetze automatisch E-Mails oder so. Ja, es gibt dann die sinnvolle Steigerung der GPTs. Okay. Also GPTs sind so Faktor 5, Faktor 10 produktiver, je nachdem, wie man es einsetzt. Jetzt der nächste Tipp, das ist dann wirklich automatisierte Nutzung von KI. Okay. Das bedeutet, integriere AI in deine Prozesse und Workflows. Das ist dann schon ein fortgeschrittenes Thema. Das ist jetzt was, da wird es ein bisschen technisch, das kann einfach auch nicht mehr einfach der autonomal KI-Nutzer machen, sondern da braucht man dann auch IT-Expertise. Aber bei den GPTs ist es ja so, du bist als Mensch der Engpass. Du bist derjenige, der da eintippt und auf dem Keyboard die Finger bewegt und du brauchst halt vielleicht 10 Minuten, um da was reinzuschreiben oder irgendwie mal musst Copy-Paste das da rein kopieren. Das Ergebnis kommt aber schnell. Und das eliminieren wir, indem wir bei Prozessen, die automatisierbar sind, KI einfach direkt, also über Programmierschnittstellen, direkt damit reinbinden. Das könnte man dann zum Beispiel so machen, dass, wenn wir mal bei diesem Geschäftsbericht bleiben, vielleicht sind, also diese Zahlen stehen ja schon irgendwo. Mhm. Die sind ja nicht auf einem Blatt Papier. Die sind ja in einem Excel hinterlegt. Oder in einem, weiß ich nicht, in der Datenbank. Der Query-Abfrage, was auch bleiben wir mal bei Excel. Sagen wir, du hast ein Excel-Sheet, wo diese Daten drin sind. Also macht ja überhaupt keinen Sinn eigentlich, dieses Excel-File, man kann auch Files hochladen, aber es macht eigentlich keinen Sinn, dieses File da hochzuladen durch einen Menschen. Sondern man könnte ja auch sagen, das File wird einfach automatisch, das liegt da auf dem Server sowieso immer. Es wird dann automatisch einfach jeden Abend um 18 Uhr dieses File genommen oder sag ich mal, wenn es den Status Freigabe erteilt hat oder so, wird automatisch das über eine Schnittstelle, über ein Automatisierungstool an die KI gesendet, passiert im Hintergrund. Und die E-Mail wird dann automatisch an den Geschäftsführer verschickt. So, dann haben wir einen vollautomatisierten Prozess, der kein Mensch mehr erfordert. Oder zumindest nur noch ein Review-Step erforderlich ist. Das heißt, bevor es verschickt wird, kriegt noch der Statistik-Mitarbeiter irgendwie eine E-Mail und sagt, hey, okay, hier ist das Ergebnis, bitte auf OK klicken, review das. Weil KI komplett rausfeuern ist natürlich noch dünnes Eis. Das sollten wir nicht unbedingt machen. Aber das ist Automatisierung dann. Und hier kann ich wirklich eigentlich unbegrenzt KI als Hebel einsetzen. Stichwort Power Automate bei euch präsent. Ne? Selbstverständlich. Geschäftsprozesse, Ansätze, Dinge, die einfach immer gleich passieren, tagtäglich einfach automatisieren. Also Power Automate ist ja eh ein Riesenthema. So, und du kannst ja Power Automate auf zwei Sachen mit dem Co-Piloten nutzen. Alleine, dass du dir zum Beispiel Power Automate Vorgänge, Automatisierung vom Co-Pilot erstellen lässt. Also du kannst ja eine Power Automatisierung einfach per Prompt machen, dass man sagt, leg doch von allen eingehenden E-Mails die Anhänge, indem man den Ordner im OneDrive auf. Glückst auf okay, dann macht er das und dieser ganze Prozess ist schon erstellt. Jetzt verstehe ich ja. Stark. Ja, also cool. Das heißt, die Automation kannst du mit KI generieren. Genau. Cool. Also, du musst selber überhaupt nichts programmieren können. Also natürlich ist es immer gut, so ein bisschen Power Automate verstanden zu haben. Was ist der Trigger? Was ist die Schnittstelle? Ja. Wo geht jetzt was hin? Aber grundsätzlich kannst du dir das zusammenklicken. Du kannst es aber auch in Worten als
als Prompt einfach schreiben. Und dann macht er das. Und dann kannst du das, was er gemacht hat, ja auch immer noch anpassen und verfeinern. Also das ist auch schon cool. Also das ist jetzt natürlich klar, bei uns jetzt natürlich das Riesenthema Power Automate. Na, da haben wir ein Ding nach dem anderen. Ja. Ja, ich bin ja tief im Bereich Automatisierung drin. Das ist der zweite Bereich, den wir nämlich machen. Wir machen ja eine Schulung und Consulting. Und der andere Bereich ist für gewisse Cases in der Marketingbranche, machen wir genau solche Automatisierungen. Und es macht dann schon Sinn. Also man muss es wirklich als Know-how sehen und auch als Kompetenz. Das ist wie wenn du jetzt, ich weiß nicht, früher hat jeder ja in seinen Lebenslauf reingeschrieben, Excel, Word, PowerPoint. Genau. Das wird auch als Kompetenz gesehen. Das ist jetzt, klar, das muss man lernen. Das ist jetzt irgendwie auch, das kriegt jeder, der ein bisschen was drauf hat, kriegt das auch hin. Mit eurer Hilfe dann, ne? Ihr seid da. Gerade noch die Kurve gekriegt. Nee, also genauso ist es dann auch mit Automatisierung. Ja. Genauso ist es mit KI. Ja. Die Erwartungshaltung darf nicht sein, das passiert alles von alleine. Nein. Sondern das ist ein Werkzeug wie ein Bagger. Ich muss auch ein Bauarbeiter, wenn der Schaufeln bedient und dann sich in einen Bagger setzt und denkt, ey, ich habe noch nie einen Bagger gesehen, dann drückt er auf den Hebel rum, macht irgendwas kaputt oder irgendwas geht schief und dann die Schuld auf den Bagger zu schieben, ist Quatsch. Ja. Also diese Workflows automatisiert zu erstellen, das ist der Anfang und dann auch wieder um Geschwindigkeit reinzubringen, ne, dass man einfach einen Prompt eingibt, bau mir die Automation. Aber dann wirklich, das ist eine Automatisierung, die feuert durch. Das muss man immer wissen. Und KI feuert halt auch durch. Ja. Das heißt, es lohnt sich da, sich einzuarbeiten. Das wird einfach ein Tool sein, das jeder Mensch dann irgendwann mal beherrschen muss, bis zum gewissen Grad. Frage ist immer, ne, wie weit muss man das dann am Ende können? Weil ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit war immer noch die Rede davon, dass man ja als zweite Fremdsprache oder dritte Fremdsprache in der Schule auch eine Programmiersprache lernen soll. Heute sagt alle, Programmieren brauchst du nicht mehr lernen, ne? Das schreibt dir die KI runter. Jetzt sagen wir, hey, am besten machen wir Prompting und KI als Schulfach. Ne? In 5 Jahren oder 10 Jahren stehen wir da mit einem Lehrplan und sagen, du brauchst gar nicht mehr. Ne? Kann die KI schon alleine oder? Ja. Unbedingt, ja. Sind wir durch mit unseren Tipps? Oder? Ich würde sagen, ja. Also wir haben ja die Spitze erreicht, so von der Produktivität auf jeden Fall. Ja. Wahnsinn. Also ich denke, da war richtig Tipps und Tricks dabei. Also ich selber fand es sogar spannend. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie euch das gefallen hat, ob wir vielleicht noch mal eine zweite Folge machen sollen, ob wir irgendwo noch mal weiter reingehen wollen, ob wir den Stefan noch mal einladen. Ansonsten den Link zu unserem Power Automate Kurs, den packen wir mal hier in die Shownotes rein, dass man da auch rankommt. Wir verlinken natürlich auch zu dir, ne, dass wenn dich einer sucht, dass wir dich auch finden. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und natürlich, wenn ihr da draußen auch Hilfe braucht im KI-Bereich, im Automatisierungsbereich, schreibt gerne mal durch, schaut gerne vorbei. Wird jetzt bei mir auch wahrscheinlich bald YouTube geben, mal gucken. Also, ja. Genau. Und ja, doch super, super spannend. Da gibt es ganz, ganz viel Synergie und ich bin auch sehr gespannt, was im Microsoft-Bereich, im Office-Universum sich tun wird. Also werde auch sehr gespannt, selbst deinen Podcast weiter verfolgen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ciao, ciao. Tschüss.